Ja, gleich wird es um die Kurzgegenüberstellung gehen von Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, seinem Buch bei Florian Homm und Sarah Wagenknecht mit ihrer Wochenschau Nummer 9 und den zweiten Scientists for Future 2. Was sind die, die auch ihre neue Homepage offensichtlich erwarten, wie die Homepage es verrät. Wie stehen diese Weltansätze unversöhnlich gegeneinander? Aber die erste Bemerkung muss natürlich Corona gehören, Corona über alles. Was ist mit Weißrussland? Sterben dort die Menschen wie die Fliegen? Jetzt müssten die doch eigentlich fliegen, denn wie die Fliegen sterben, denn der Präsident hat ja gesagt, die Welt befinde sich in einer Corona-Psychose, sei also völlig wahnsinnig und völlig unrealistisch. Dann ist die Frage, sterben mittlerweile die Menschen in Schweden wie die Fliegen? Ja, da wird ja in den Fernsehsendungen über Schweden wird gesagt, ja, also die Schweden, das ist ja ganz gefährlich, was die da machen, ja, und ist ja total gefährlich und das ist ja, natürlich dürfen wir das nicht so machen und so weiter, ist ja viel zu gefährlich und so weiter. Ne? Man versucht natürlich mit allen Tricks der Darstellung sozusagen die Möglichkeit natürlich auszublenden, dass man sich selber geirrt haben könnte und dass Schweden den richtigen Weg gegangen ist oder auch Florida. Was ist mit Florida? Da müsste man doch jetzt nur berichten, wie in Florida die Leute wie die Fliegen sterben, wenn da bis vor kurzem oder bis jetzt noch, ich weiß nicht, sogar die Strände noch voll bevölkert waren und so weiter, dicht an dicht und ja, also jetzt müssten doch in Weißrussland die Leute wie die Fliegen sterben, in Schweden und in Florida, wenn das, was sozusagen an unsauberen Statistiken bei uns die Panik hervorgerufen hat, wenn das alles stimmen würde. Ich bin offen für beide Ausgänge. Als Wissenschaftler ist man immer offen für alle Ausgänge, aber wie gesagt, die Fragen haben sich ja die letzten Tage gemehrt und mittlerweile ist es ein Konsens im Internet, dass da was nicht stimmt mit den Statistiken und dass die richtigen Statistiken fehlen und so weiter. Ja, das ist Konsens. Also von daher, ich habe von Anfang an nicht geglaubt. Also erstmal kurzes Argument, warum glaube ich grundsätzlich nichts, was ein Arzt sagt? Ganz grundsätzlich nicht, ja. Weil also die Evolution des Schamanismus und des Ärztetums so verlaufen ist, dass also der Arzt, der die Wahrheit gesagt hat und sagt, ihr müsst euren liebevollen Kommunenlebensstil weiterleben und müsst nur naturbelassene Nahrung zu sich euch nehmen und dürft die neuen künstlich gefertigten Nahrungsmittel der Lebensmittelhändler, die getrockneten Waren oder alles andere, was denaturiert ist, dürft ihr nicht essen, weil das schwächt euer Immunsystem und dann werdet ihr häufiger krank. Und der andere Schamane, der Arzt, der sagt, der vielleicht der Hunderttausendste irrt sich zum ersten Mal, da irrt sich vielleicht der hundertste Mutation und Selektion, Variation und Selektion als Naturgesetz sozusagen bewirken, dass vielleicht der hunderttausendste Schamane sich irrt in der Evolution und sagt, nein, ihr dürft bedenkenlos diese Kunsternährungsprodukte der Händler dürft ihr gerne kaufen, ihr braucht nur meine Heiltränke, mehr von meinen Heiltränken, meinen Medizintränken, meinen Impfungen, meinen Bestrahlungen, meinen Chemotherapien und so weiter. Nur weil ihr daran einen Mangel habt, seid ihr krank. Ja, sozusagen, es liegt nicht an der Ernährung und an anderen Sachen und so weiter, nicht an eurem modernen Lebensstil, sondern ja, also derjenige, der das lehrt, der erhält sich und züchtet sich quasi seine Armee von Dauerpatienten, die nie rauskommen aus der Krankheit, weil sie immer durch ihre krankmachende Ernährung immer wieder neue Krankheiten produzieren, sozusagen. Und er kann die dann jeweils wieder gut verdienen dran, kann zwei Kinder ernähren, dann hier in der nächsten Generation drei Kinder. Und es entsteht eine Dynastie von Medizinprofessoren. Habe ich
ich schon tausendmal erklärt. Und deswegen glaube ich keinem Arzt ein Wort, weil ich gehe davon aus, dass es sich bei jedem Medizinprofessor, außer den wenigen, die sich bei den zweiten Scientists for Future 2 gesammelt haben, dass dort jeder Medizinprofessor einfach nichts anderes als durch einen Trichter an ein Lebewesen, das durch einen Trichter angefüllt wurde mit den gewinnbringenden Irrtümern der Jahrhunderttausende, wenn die Evolution 170.000 Jahre alt ist, des Schamanismus, dann also die Evolution dieser vielen Jahrzehntausende hat wie ein Trichter sozusagen einen gewinnbringenden Irrtum nach dem anderen in die Köpfe von Medizinprofessoren eingepflanzt und diese evolutionsbiologische Analyse eben sehr neu ist und die Politiker und die Journalisten die sie nicht kennen sozusagen, wurden sie natürlich automatisch von den Medizinprofessoren in die Irre geführt, weil sie das Gesetz haben, höre auf die Experten, während ich sozusagen aus den Naturgesetzen sozusagen die Lehre ziehe, unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Markus Krall vertraue niemals einem Experten, weil der Experte ist immer ein Bock, den ich damit ja zum Gärtner machen würde, der eigene Interessen hat und aufgrund der eigenen Interessen eine Evolution hinter sich hat, in der er Irrtümer angehäuft hat, die mein Gehirn waschen und in die falsche Richtung führen, die am Ende seinem Profit dienen und so weiter und aber nicht den Menschen dienen. Also sozusagen die Bevölkerung, da sie die Naturwissenschaft der zweiten Scientists for Future 2 nicht verstehen, vertrauen die dem Arzt als Experten. Und für mich gilt das, was Professor Hacketal, selbst ein Medizinprofessor, geschrieben hat in seinen Büchern, Vorsicht, Arzt. Ja? Ich vertraue grundsätzlich keinem Experten, außer den wenigen, die bei den zweiten Scientists for Future 2 sind. Das sind aber auch die sogenannten Ausnahmeärzte. Ja? Von denen gibt es auch außerhalb einige, aber sozusagen, ich wollte doch jetzt Experten zeigen. Ja, hier wollte ich doch mal. Anderer Experte ist der Allgemeine Patientenverband in Deutschland, der Arzt Christian Zimmermann. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. So ähnlich äußert sich Dr. Med. Gerd Reuter im Internet mit seinen Videos mit TH, Dr. Med. Gerd Reuter. Also es gibt schon immer überall, auch außerhalb der zweiten Scientists for Future 2, gibt es schon auch noch ein paar hunderte von Ärzten, die also erkennen, dass man den Experten nicht glauben darf, weil die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall eben, die Experten zu Irrtumschleudern macht, ja, nicht zu Viren, zu Schleudern von Viren des Geistes, ja, zu Irrtumsschleudern, ne? Und aber wie gesagt, da sind Politiker und Journalisten selbstverständlich notwendig überfordert. Da haben sie keine Ausbildung für, sowas zu durchschauen. Und vor allem ist ja auch der Ansatz der zweiten Scientists for Future 2 nun mal das Neueste vom Neuesten. Ja? Die Analyse, die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, das ist der Name für diese Technik, die ich gerade angewendet habe, die Evolutionsverläufe zu analysieren. Mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. So, dann gehe ich mal hier weiter. Ja? Dass die bürgerliche Revolution, dass Dr. Markus Krall, er schreibt irgendwas von Freiheit auf dem Buch, ja, wird irgendwas geschrieben. Also ich würde sagen, die bürgerliche Revolution, dass Dr. Markus Krall, wäre die Totalzerstörung der Freiheit. Ja. Zum Beispiel ist ja Kralls freie soziale Marktwirtschaft, wie ich eben ja schon aufgezeigt habe, die Ursache zum Beispiel für die Einschränkungen jetzt bei Corona, das heißt für die Freiheitseinschränkungen jetzt bei Corona. Ja, das ist quasi so, dass also die mit Irrtümern angefüllten Mediziner
sozusagen natürlich die Gefährlichkeit von Viren immer zu überschätzen neigen, wie der bei der Schweinegrippe, worauf ja Wodak hingewiesen hatte und so weiter. Dr. Wodak, auch ein Arzt, auch ein kritischer Arzt, der nichts mit den zweiten Scientists for Future 2 zu tun hat. Und auch die Professor Hockerts war es, glaube ich, auch ein Mediziner, der nichts mit den zweiten Scientists for Future 2 zu tun hat. Professor Bakhti war das, glaube ich, oder so. Also eine Unmenge an Ärzten. Dr. Köhnlein, auch ein Arzt, der nichts mit den zweiten Scientists for Future 2 zu tun hat. Alle ahnen sie richtig, obwohl sie Ärzte sind, ahnen sie richtig, dass Mediziner, dass viele Medizinprofessoren immer dazu neigen, die Gefährlichkeit von Viren und Bakterien und so weiter zu überschätzen, weil natürlich daraus dann natürlich immer Verdienstmöglichkeiten für ihren Berufsstand sich veröffentlichen und am Ende auch für sie selber, ja, und für die befreundete pharmazeutische Industrie sich immer Möglichkeiten für Geld verdienen veröffnen, ja. Und von daher ist es quasi so, dass sozusagen ja, das wie bei der Schweinegrippe eben ist, das ist wohl übertrieben worden und dadurch wurde unsere Freiheit eingeschränkt. Aber was ist die tiefe Ursache für solche Irrtümer, ja, von solchen ganz normalen Medizinprofessoren wie Drosten und Co., ja, die Ursache ist die freie soziale Marktwirtschaft. Das ist die Zentrale. Es gibt nur eine Ursache für alle Übel und das ist die freie soziale Marktwirtschaft, die Dr. Markus Krall mit seinem Buch verherrlicht. Und das bringt uns die Totalzerstörung für die Freiheit. Ja, man könnte es jetzt mal hart sagen, ein bisschen härter sagen, die ganzen Verklemmten sind natürlich jetzt begeistert von dem Buch von Dr. Markus Krall, ja, weil sie mit ihrer Verklemmtheit sozusagen sowieso so verknittert und verklemmt sind, dass sie in der Selbstunterdrückung leben. Und die Selbstunterdrückung, ich habe selbst durfte einige Kommentare lesen, die bei Texten gekommen sind, die also sehr freiheitlich sind und die auch die Befreiung der Sexualität und so weiter zum Thema haben, ja, das ehemals ja auch große Thema der 68er Zeit und so weiter, dass also jetzt all die Verklemmten und die Neurotisierten und die sozusagen so selbstunterdrückt sind, dass sie sagen, ja, ich habe doch gar keine sexuellen Bedürfnisse außer meine Ehe und mehr habe ich nie gewollt im Leben. Ich habe nie gespürt, dass ich plötzlich andere Frauen oder andere Männer begehrt haben könnte. Nein, ich war vom Wesen her immer sturzmonogam und ich habe nie gespürt die Verführung zu einem Seitensprung, denn ich war ja im Wesen immer genetisch monogam und so weiter. Also all diese verklemmten Neurotiker, die sich selbst nicht mehr spüren und die ihre eigene Bedürfnisstruktur gar nicht wahrnehmen gelernt haben sozusagen, die sind natürlich begeistert und die schreiben dann natürlich Kommentare, ja, schrecklich ihr mit eurer sexuellen Freizügigkeitsdenke und so weiter, ja, und so weiter. Nein, also bei den zweiten Scientists for Future 2 geht es um absolute Freiheitlichkeit. Ich mache es noch ganz kurz wieder deutlich. Ich verweise nochmal auf die 400 anderen Videos und die ganzen Materialien und so Texte und so weiter und die Bücher. Also bei den zweiten Scientists for Future 2 habe ich entdeckt, wenn man fleißig alles studiert und alles wie ein Studium der Evolutionsbiologie von Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen versteht, also ein echtes Studium versteht, wenn man dann ganz bis zum Ende immer alles durchstudiert und mehrfach durchstudiert, entdeckt man dann auch ein neues Buch, was nochmal angeschlossen wurde. Und das ist sozusagen das Modell für eine positive Revolution, natürlich gewaltfrei. Und natürlich ist Markus Krall auch ein Verfassungsfeind. Er ist sich gar nicht bewusst darüber, dass er ein Verfassungsfeind ist, wenn er davon spricht, was er ja in vielen Vorträgen getan hat, dass er das Wahlrecht im Prinzip
auf nur die 18 Millionen Geldmacher der Gesellschaft erzeugen will und dabei die, die zum Beispiel die Kinder ausbilden und damit überhaupt Geld produziert werden kann in Deutschland oder die ganze Infrastruktur herstellen, damit überhaupt die Laster rollen können und so weiter. Alle, die dafür die Infrastruktur schaffen, denen würde er ja quasi, die würden das Wahlrecht, das aktive und passive Wahlrecht entzogen bekommen, weil ja eigentlich aus seiner Sicht ja den ganzen Wert ja nicht die Lehrer und die, obwohl er das mal andeutet, dass er das irgendwie schon auch sieht, aber irgendwann sieht das dann doch wieder nicht, nämlich, dass er sagt, also nur 18 Millionen Menschen verdienen eigentlich das Wahlrecht von 84 und die anderen, denen muss das Wahlrecht im Prinzip, sollte ihnen entzogen werden, weil sie ja alle nur Bezieher von Geldern, die aus diesen 18 Millionen kommen. Ist doch klar, dass die Lehrer, die die Grundlage für die Produktion schaffen mit ihrer Ausbildung der Kinder, dass die natürlich automatisch was davon zurückbekommen müssen. Das kann er so nicht ganz klar denken und sagen. Und deswegen ist er natürlich ein Verfassungsfeind. Ja. Und dann ist Krall auch äußerst ungeschickt. Er ist also äußerst ungeschickt. Er schießt ja gegen die Politik. Aber dazu komme ich gleich. Ich muss erst noch mal ganz kurz erklären, warum insgesamt, man muss ja alles immer belegen, warum ist Dr. Markus Krall die Totalzerstörung der Freiheit? Ja? Also er, für ihn selbst, er merkt das ja nicht. Er ist so neurotisiert offensichtlich durch unsere Kultur, wie wir alle ja auch irgendwie sind. Auch ich bin natürlich selbstverständlich neurotisiert worden durch unsere Kultur. Ja? Wir werden ja von kleinster Kindheit, ich habe das in der Psychoanalyse natürlich sozusagen mich daran erinnern können, wie ich schon in der Kindheit durch einzelne Schlüsselerlebnisse ganz sanft von meinen Eltern darin hin erzogen wurde, sozusagen verklemmt zu werden und besonders auch sozusagen die homoerotische Komponente massiv zu unterdrücken. Ich bin also ganz streng heterosexuell verklemmt erzogen worden, katholisch. Dr. Markus Krall ist übrigens katholisch und so weiter und musste mich von dieser Unterdrückung meines gesamten Empfindungslebens und Gefühlslebens natürlich erst befreien und diese Befreiung würde natürlich einem Dr. Markus Krall erst noch bevorstehen sozusagen. Ja, also hier, warum ist er also, ist die freie soziale Marktwirtschaft, die er ja so total verherrlicht, warum ist diese nochmal ganz kurz, warum ist die Totalzerstörung unserer aller Freiheit schon immer gewesen, seit 400.000 Jahren maximal? Also ich denke, älter dürfte die freie soziale Marktwirtschaft nicht sein. Die Erfindung des Tauschhandels war vor circa 400.000 Jahren. Über den genauen ersten Zeitpunkt, wann genau der erste Tauschhändler von Kommune zu Kommune zog, das wissen wir nicht genau, auf den Tag genau sozusagen. Ja, aber nach der Erfindung des Tausches wird das irgendwann natürlich sehr schnell gewesen sein. Also hier der Tauschhändler vor 350.000 Jahren, schätzen wir jetzt einfach mal, der noch in der Wahrheit lebte, der sagt, ja, also hier, ich liefere euch nur völlig reife, frisch geerntete, naturbelassene Früchte und Gemüse und so weiter. Und hier die Steinäxte natürlich nur für das Ernten aus dem Boden und von den Bäumen besser abhacken und so weiter. Und alles andere solltet ihr auch nicht essen und so weiter. Und ich finde es toll, wie ihr alle in den Kommunen so viel schmust und so viel Körperkontakt habt. Und denn ihr braucht diese Glückshormone, denn dann werdet ihr nicht süchtig nach irgendwelchen Essprodukten oder nicht konsumsüchtig und kaufsüchtig. Solch ein vernünftiger Händler wird sicherlich so werden, die Händler am Anfang gewesen sein, vor 400.000 Jahren mal. Aber die freie soziale Marktwirtschaft hat eben ihre negative teuflische Eigendynamik, ja.
gerade die freie Marktwirtschaft zerstört die Freiheit. Und das sehen wir jetzt noch mal ganz kurz hier. Irgendwann vielleicht der 200.000. Händler der Evolutionsgeschichte, vielleicht vor 200.000 Jahren, egal wann, wo, spielt keine Rolle, wann das genau war. Wir wissen nur, dass es stattgefunden hat. Wann genau, wissen wir nicht. Der irrt sich jetzt plötzlich total und sagt, nein, also ihr könnt ruhig also unsere Kunst, Ernährungsprodukte, unsere getrockneten Sachen, unsere Chemie, Lebensmittelindustrieprodukte kaufen und so weiter. Das hat nichts mit eurer Gesundheit zu tun und so weiter. Die, seht ihr, die sind billiger und die schmecken ja auch so lecker, weil die ja mit einem Chemie-Cocktail auf Geschmack geformt sind, um eure Zunge zu täuschen sozusagen. Sagt er natürlich nicht, aber er sagt, das ist alles gesund und ist alles, könnt ihr alles essen, das ist viel billiger. Und dann kaufen die Leute seine, die er also manipulieren kann, über Marketing, Werbung, was auch immer für Einflüsse in die Kommunen hinein, die kaufen ihm da seine Produkte ab, werden krank, dann brauchen sie auch noch seinen Partner, den Schamanen brauchen sie noch, den Heiler sozusagen, weil sie ja jetzt plötzlich auch alle krank werden. Und dann hat er aber auch noch zum Beispiel solche Irrtumsgedankenwelten wie, oh, ist das eklig, dass ihr euch alle so viel, dass ihr so viel Schmus, dass die Kinder so ewig lang gestillt werden und ach, ist das eklig, dieser ständige Sex und dass eure fähigen Kommunenmitglieder so liebesmäßig so verwöhnt werden und so weiter. Ach, ist das alles eklig. Und dass sogar die Unfähigen in den Kommunen so zärtlich behandelt werden von den Frauen und so weiter. Ja, und dass also so viel Liebe in euren Kommunen ist das widerlich und eklig. Ah, wie Igitt und so weiter. Also dass man ein Mann, eine Frau und mehr, alles andere ist verboten. Und alles andere ist verboten. Ein Mann, eine Frau und alles, was neben rausgeht, das ist unschicklich, das ist unkeusch und so weiter. Ja? Und der macht dadurch einen solchen mimetischen Terror sozusagen. Und dadurch werden die Leute immer unfreier. Die fangen an, in ihren Köpfen häufen sich lauter kleine Ängste an. Sie könnten ja eklig sein, widerlich sein, unschicklich sein, unmoralisch sein und so weiter. Und dann wird die Freiheit eingeschränkt. Also die freie soziale Marktwirtschaft führt zur totalen Freiheitseinschränkung. Ja? Und dann kann natürlich dieser Händler kann richtig gut verdienen, der sowas glaubt, der glaubt das wirklich. Ja? Der ist genauso verknittert, ja, wie Krall und Co. Ja? Also sozusagen die totale Selbstunterdrückung seiner eigenen Bedürfniswelten, ja, und die totale Selbstverklemmtheit, also die neurotische Selbstverklemmtheit, deswegen kann er so viel verkaufen, kann hier zwei Kinder ernähren, während dieser Händler nur ganz wenig, also immer nur ein Kind ernähren konnte und dann irgendwann jetzt zumachen muss, weil der ihn auskonkurriert und in der freien sozialen Marktwirtschaft in die Pleite bringt, sozusagen. Ja, sonst wäre er also quasi ein Zombie-Unternehmen, wird ja in der freien sozialen Marktwirtschaft nicht am Leben gelassen, sondern wird zum Aussterben gebracht. Und damit stirbt die Freiheit aus und die Unfreiheit breitet sich aus. Hier dann drei Kinder und so weiter. Und dann am Ende besteht das eine Handelsdynastie, eine Familiendynastie der Händler, die von lauter solchen und ähnlichen Irrtümern angeführt sind und unsere Freiheit mit der Massenmacht von Werbung, Marketingfirmen und unsere uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen können, der sich niemand entziehen kann. Und alle, auch ich und so weiter, wir wurden alle neurotisiert, wir wurden alle zu verklemmten Neurotikern gemacht. Das ist das Schicksal in der freien sozialen Marktwirtschaft, in der Freiheitsunterdrückungsmarktwirtschaft. Ja, ja. Jetzt war ich dabei zu sagen, wenn ihr euch wundert, warum ich dieses Bild immer aufrufe, YouTube erkennt Bilder nur, wenn sie häufig wiederkommen. Ja, also leider ist das so. Und das heißt also, die freie, Krall macht sozusagen, torpediert seinen eigenen Erfolg, weil er eben nicht die Erfahrung der
zweiten Scientists for Future 2 habe, die, wo teilweise Professorinnen oder Professoren oder teilweise Lebenserfahrung von 60 Jahren Wissenschaftserfahrung haben. Ja, dagegen ist natürlich Kralle ein blutiger Anfänger und so weiter. Man darf halt sich doch nicht auf Seiten der mächtigen Feinde machen. Man muss doch einfach akzeptieren, dass wir hier die Milliardärskönige haben und dass wir bei den Mächtigen unsere Journalistenkönige haben, also Maybrit Illner, Markus Lanz und so weiter, und dass man doch mit denen in Freundschaft die Probleme der Menschheit lösen muss und dass man eben keine Breitseiten, wie Dr. Markus Kralles macht bei Florian Homm, gegen unsere Kanzlerin Frau Merkel schießen darf. Die können doch alle nichts dafür. Wir leben doch in einem Irrtumssystem in der freien sozialen Marktwirtschaft, die uns alle vollgefüllt, unsere Köpfe alle vollgefüllt hat mit Irrtümern, mit gewinnbringenden Irrtümern, die uns alle manipulieren. Und wir können doch nicht, indem wir dagegen Breitseiten schießen, wie das Dr. Markus Krall macht, also der, ich zitiere gerade mal, Inkompetenz der Regierung, ja, also das heißt bei der Politik, bei den Journalisten, bei den ärmeren Menschen der Gesellschaft, überall schafft sich Krall Massenarmeen an Feinden. Und deswegen wird da auch nichts kommen. Zum Glück wird seine bürgerliche Revolution keine Freunde finden, außer den, den ganzen Verknitterten, die sich selbst nie gelernt haben zu spüren und ihre Bedürfnisse so stark unterdrückt haben, ja, dass sie ihre innere Unfreiheit gar nicht merken. Die haben sich sozusagen, ja, also schon quasi mit der Unfreiheit identifiziert haben das verinnerlicht, haben das introjiziert, wie man vielleicht psychoanalytisch sagen würde, Introjektion und Internalisation könnte man auch sagen, internalisiert, ne? Ja, und dann sollte sich Krall auch immer noch mal ganz klar machen von wegen Verfassungsfeind mit seiner Abschaffung des Wahlrechts für viele, sozusagen nochmal ganz klar, auch Adolf Hitler sind viele nachgefolgt und das bedeutet nichts. Also was ich so lesen konnte an Kommentaren, die also Dr. Markus Krall verteidigen, dann waren das die übelsten Charaktere, die man so im Internet findet. Beleidigungen, Drohungen, Morddrohungen und so weiter. Also das heißt, das sind die, da sollte Dr. Markus Krall nicht stolz sein, auch im Nachhinein ist es ja auch klar, dass die wirklich begeistert Adolf Hitler gefolgt waren, das waren eher so in der Normalverteilung wahrscheinlich hier, ja, das waren dann wahrscheinlich die hier von der Gesellschaft, ja, denn alle nachdenklichen Menschen hier oben, ja, also die Klügeren, die werden schon gesehen haben, dass da was faul ist mit diesem Ganzen, auch die ganze Ideologie faul ist. Und so wird das auch bei Dr. Markus Krall sein, die werden ihm zujubeln, viele davon. Und hier sehen eben so Leute wie Sarah Wagenknecht sehen das natürlich dann ganz anders, weil sie eben da etwas klüger sind. Ne? Dann Dr. Markus Krall schießt also, ja, ich zitiere, der öffentlich-rechtliche Verdummungskanal. Also nochmal, der öffentlich-rechtliche Verdummungskanal. Das heißt also, er auf der Seite der Mächtigen und Einflussreichen schafft er sich jetzt also wieder eine ganze Armee von Feinden, ja, sozusagen. Ja. Und die zweiten Scientists for Future 2 sind genau das Gegenteil, dass sie sagen, wir lieben jeden Menschen und zwar tatsächlich. Ja. Also das heißt, wir lieben, und warum lieben die jeden Menschen? Warum lieben die sogar im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht sozusagen? Warum lieben die sogar die Milliardärskönige? Denn das ist ja bei Sarah, ich gehe erst mal kurz drauf ein hier, bei Sarah Wagenknecht ist es ja sozusagen Sarah einerseits in vielem vernünftiger ist mit ihrer Wochenschau Nummer 9, ja, aber auch sie schafft sich Feinde, weil immer wieder kommt bei ihr der Tenor rüber, ja, sozusagen,
dass irgendwas sie irgendwas unsympathisch findet bei unseren Milliardärskönigen. Und das ist nicht, damit wird sie auch nie etwas erreichen, weil sie damit die zentralen Entscheider unserer Welt sich zu Feinden macht. Ja? Das ist so, wie ich immer sage, ich kann nicht den Leuten doch ans Schienenbein treten, von denen ich doch eine Mithilfe bei dem Wandel der Gesellschaft brauche. Ja? Dass der, also noch mal ganz kurz, ja, also ganz kurz, wo ist der Punkt? Mäuschen will wieder nicht richtig laufen. Ja? So, hier, wo ist der Punkt? Also hier, dadurch, ich habe ja vorhin gerade erzählt, dass ich bin ja immer noch hier bei der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik der korrigierten und komplettierten genetisch-mimetischen Evolutionsbiologie und der neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL, der zweiten Scientists for Future 2, deren Erklärungsmodell, Welterklärungsmodell, das auf dem Naturgesetz von Variation und Selektion beziehungsweise Mutation und Selektion von Darwin und Wallace fußt und damit das Einzige ist, was Wahrheitsanspruch erheben kann in dem ganzen Konzert, ja, und naturwissenschaftliche Wahrheitsanspruch erheben kann. Und da ist es eben so, dass dadurch, dass die Händler sozusagen, indem sie den Menschen die Freiheit der freien des freien Genießens von Körperkontakt weggenommen haben, sozusagen, und so die innere Freiheit unterdrückt haben, dadurch hatten jetzt die Vorfahren der heutigen Milliardärskönige, also die Urgroßväter, besonders die Urgroßväter, ja keinen Grund mehr, wie bisher alles den Frauen und Kindern zu schenken. Denn wenn ich mich nicht mehr geliebt fühle in einer Kommune und mein Glückshormonspiegel herabgeht, dann ist es ganz klar, dass ich als Vorfahre des Milliardärskönigs, ja, dass ich dann entweder habe ja im Prinzip dann nur noch zwei Alternativen. Vorher waren alle liebevoll eingebunden. Es gab weder Verbrecher noch Akkumulateure von Macht und Gütern. Ja? Also es gab weder Verbrecher unten, also quasi die Dummen, die dann den Weg der Verbrecher gegangen sind, noch gab es, also ich muss das nochmal hier richtig beschreiben, wenn ich schon so in Schwung bin, also sozusagen, in einer Kommune gibt es ja, ist ja alles, das ist ja auch der große Irrtum von Sarah Wagenknecht, sie erkennt nicht, dass unsere DNS, unser Genom, genau wie bei den Viren, immer grundsätzlich ein Ungleichheitsgenerator ist, sozusagen. Und dadurch sozusagen, wir haben in jeder Kommune der Evolution, hatten wir auch vor 400.000 Jahren, hatten wir also einige wenig Fähige in der Kommune, die also selten, die Männer zum Beispiel selten gute Fruchtbäume fanden, aber die auch irgendwie immer Liebe und Körperkontakt in der Kommune abbekommen haben. Sie waren eingebunden. Sie mussten nicht den Weg des Verbrechens gehen, sozusagen. Ja? Und hier haben wir die Vorfahren der heutigen Milliardärskönige, sozusagen, der natürlich von Sarah Wagenknecht gehassten Elite, ja, also da ist immer diese Feindschaft, die ja auf Karl Marx zurückgehen, der ja diesen Hass gesät hat, ja, diese Spaltung, Spaltungsidee gesät hat. Und die zweiten Scientists for Future 2 sind natürlich die einzigen, die diese Feindbilder nicht haben und diese Spaltung nicht haben, weil einfach die naturwissenschaftliche Analyse sagt, diese Spaltung und diese Feindbilder sind etwas Pathologisches, ne? Etwas Verrücktes, Krankes, Irres, ne?
eine Grundkrankheit unserer Kultur. Könnte man jetzt auch wieder evolutionsbiologisch ableiten, woher solche Verrücktheiten entstehen. Da muss es auch immer wieder irgendwelche Gewinnler gegeben haben, die an diesen Feindbildern in einer sozusagen und die sich vielleicht verdient haben, wenn es zu Bürgerkriegen und Revolutionen innerhalb von Staaten kam, die vielleicht die Waffenhändler und so weiter, aber wer weiß, also mussten man untersuchen, ja. Wie sich da Irrtümer angehäuft und multipliziert wurden dann, ja, denn entscheidend ist ja immer, welche Irrtümer multipliziert werden, ne? Ja, und diese Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige, ich betone das immer wieder, unserer geliebten Milliardärskönige, die Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige, die hatten jetzt also fühlten sich nicht mehr ausreichend geliebt und die hatten jetzt sozusagen die Möglichkeit, die haben alles geschenkt an die geliebten Frauen und Kinder. Als Resultat hatten sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, die nächsten Väter der nächsten Kinder in der Kommune zu werden. Und alles war in Ordnung. Alles war in einer urkommunistischen und ursozialistischen Idylle sozusagen. Schenken regierte das die ganze Situation und jetzt aber kam die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und brachte diese inneren Unfreiheiten her sozusagen. Jetzt fingen auch vielleicht die Vorfahren der Milliardärskönige an schon, dass in ihrem Kopf sich sozusagen diese Unfreiheit internalisiert wurde, introjiziert wurde sozusagen, und sie selbst sagten, ach, ich will diesen Körperkontakt mit den Frauen und Kindern auch gar nicht mehr und so weiter. Und die Frauen und Kinder sagten, ja, ich will den Körperkontakt mit diesen Männern nicht mehr und so weiter. Und jetzt spalteten sich in den Kommunen die beiden Gruppen ab, zwangsläufig sozusagen. Es spalteten sich die Verbrecher ab, die sagten, naja gut, dann hole ich mir die Güter und die Nahrung und den Sex über Vergewaltigung, über Kindesmissbrauch, über sexuelle Gewalthandlungen, also etwa ein Modell, was in der Evolution also vor 400.000 Jahren längst abgeschafft worden war. Was es zum Beispiel bei Orang-Utans noch gibt, die sind noch so primitiv, die haben ja auch so ein winziges Gehirn, ja, mit wahrscheinlich auch nur 400 Milliliter oder sogar noch kleiner, dass die auch manchmal Frauen vergewaltigen und so weiter. Nein, aber die Verbrecher haben dann also Frauen vergewaltigt, haben sich die Güter mit Gewalt und mit Verbrechen geholt und haben Frauen, Kinder, alles sexuell missbraucht. Die Verbrecher haben sich abgespalten, das haben wir heute noch, und dafür ist die Ursache, die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, ja, ist die Ursache dafür, für diese Spaltung, Aufspaltung der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben sich die Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige abgespalten, und die haben sozusagen dann sich der Akkumulationssucht und eine Akkumulation von Macht und Gütern war sozusagen das Motto. Später kam dann natürlich Geld dazu, Macht, Güter und Geld zu akkumulieren, ne? Und das haben sie gut gemacht, ne? Und dadurch zerfielen die Kommunen, ja, und dadurch stellte sich dann eine zerstörte Gesellschaft her mit eben monogamer Ehe, die ja Dr. Markus Krall verherrlicht. Also die Ehe ist quasi das Krankheitsprodukt, wenn ich die liebevollen Kommunen zerstöre, die Urkommunen. Ja, und muss ich natürlich wieder einschieben. Selbstverständlich bin ich mir mit Dr. Markus Krall an einem Punkt völlig einig, dass das, was heute manchmal Kommunismus genannt wurde oder Sozialismus oder Planwirtschaft genannt wurde, also Stalinismus, Maoismus oder was auch immer, dass das natürlich alles auch völlig verrückt war, das sind wir uns klar, aber die Idee des Kommunismus oder Sozialismus oder ist doch naturwissenschaftlich als Gedankensache, auch die Idee der Planwirtschaft, die ja über die ja Sarah Wagenknecht
eigentlich gleich noch ein bisschen mehr spricht, die ist doch nicht deswegen tot, weil ein paar Diebe und Raubmörder, also so ein paar aus dem Verbrecherbereich hier unten, aus dem Verbrechergesindelbereich hingegangen sind und nützliche Idioten gefunden haben, die weswegen sie Reiche ermordet haben und also die geliebten Milliardärskönige ermordet haben sozusagen und sich selbst an die Stelle gesetzt haben und das Ganze und den Leuten, die Leute geködert hatten, weil sie ihnen versprochen hätten, sie würden einen echten Kommunismus, Sozialismus einrichten. Stattdessen haben sie die schrecklichsten Diktaturen aller Zeiten eingeführt. Also das muss ich ja immer dazu sagen, weil so da, Krall ist ja da ein Schmalspurdenker, für ihn gibt es ja nur einen Sozialismus, den teuflischen, der den Todes, den freudschen Todestrieb beinhaltet. Eine der verrücktesten Spinnerideen von antiwissenschaftlichen Spinnerideen von Sigmund Freud übrigens. Ne? Ja, also, wie geht's weiter? Hier geht's weiter. Krall ist also auch da taktisch sehr ungeschickt. Er macht sich überall auf Seite der Mächtigen große Feinde und dadurch wird seine bürgerliche Revolution hoffentlich sowieso im Sande verlaufen, ne? Und so weiter. Ja. Sarah Wagenknecht ist viel vernünftiger, ja, sie ist auch viel vernünftiger als viele der Linksextremisten, also noch einmal ganz klar, selbstverständlich müssen wir uns von den Verfassungsfeinden von links außen natürlich distanzieren, das sind auch nur, die stammen also aus der Evolution, in der Evolution haben die ihren Ursprung, also in den sich damals von den Kommunen abspaltenden Dieben, Verbrechern, Raubmördern, Vergewaltigern und so weiter, ja, das ist deren Herkunft und die können wir deswegen natürlich auch abhaken, ja, endgültig. Dagegen ist aber Sarah Wagenknecht eine vernünftige, durchaus abwägende Frau, aber sie hat dieses Feindbild, auch sie schafft sich Feinde, ja, und sie liebt die Milliardärskönige nicht, sondern sie verachtet sie in gewisser Weise und dadurch ist auch ihr Ansatz zum Scheitern verurteilt. Denn diese sind nun mal tausendmal mächtiger als Sarah Wagenknecht. Das ist das, was sie übersieht, ja. Denn da sie aus den fähigsten der Evolution stammen, aus den fähigsten Kommunenmitgliedern der urkommunistischen, ursozialistischen, urmatriarchalen, nicht patriarchalen Kommunen stammen, ja, haben sie natürlich damals, sie haben natürlich, wie habe ich vorhin gesagt, sie entwickeln dann eben eine Sucht nach Macht, nach Akkumulation von Macht und Gütern und Geld später und eine Patriarchatsucht. Natürlich, warum, wenn ich die Frauen und Kinder nicht mehr liebe in den Kommunen und mich nicht mehr von denen geliebt fühle, dann kann ich ja auch ein Patriarchat aufmachen. Und so entstand dann das berüchtigte, heute ja noch existente Patriarchat im Gegensatz zum Matriarchat. Und die Matriarchate wurden ja so nach und nach ausgehöhlt. Ja? Gerade werden die letzten Matriarchate ausgehöhlt auf der Erde. Zum Beispiel das Volk der Mosu, ein großer Phönixbericht, da kann man sich das anschauen, wie der Fernseher als Element, Manipulationselement der freien sozialen Marktwirtschaft eindringt in die Restmatriarchate da in Hinterchina sozusagen und auch diese bald zerstört haben wird sozusagen. Ja. Ja, aber Sarah Wagenknecht hat eben die Offenheit für das Thema einer echten idealen Planwirtschaft. Sie erkennt ganz richtig, dass wir jetzt aus Corona lernen müssen, dass also es schon sehr wertvoll ist, eine gute ideale Planwirtschaft zu haben, in der man mit Subventionen, also ein Reizwort für Markus Krall, der will ja alle Subventionen abschaffen und will dadurch also unser Land noch mehr zerstören sozusagen im Effekt.
Denn natürlich muss man mit Subventionen lebenswichtige und gesundheitswichtige Produktionen im Lande halten. Das ist zunächst einmal die gesunde Basisernährung und so weiter. Ja, aber und man muss eben ein Minimum an Autarkie erhalten. Und deswegen, das erkennen natürlich auch die zweiten Scientists for Future 2. Da, und da sind sie sich also mit Sarah Wagenknecht im einen, dass man natürlich so viel Plan, also dass die Planwirtschaft eben, und jetzt gebe ich aber auch gleich mal Markus Krall recht, damit der nicht wieder jammert gleich. Natürlich muss man auch hier die zweiten Scientists for Future 2, die sagen, wir sind die Letzten, die sagen würden, dass nicht zu einer guten, idealen, echten Planwirtschaft selbstverständlich die gezielt eingesetzten Elemente von Wettbewerb, von Markt, von Leistungsmessung, Leistungsvergleich, Leistungstransparenz, Ranglisten und alle solche Elemente. Also man könnte so sagen, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall bietet, also sehr wenig Wettbewerb, echten Wettbewerb, sehr wenig echten Markt, sehr wenig echte Leistungsmessung, sehr wenig echte Leistungstransparenz-Ranglisten. Die zweiten Scientists for Future 2 bieten mit ihrer Planwirtschaft, echten Planwirtschaft, viel mehr dieser Merkmale. Also sozusagen, denn natürlich ist es klar, das ist natürlich dann die Absage an die Diebe und Raubmörder auf der linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Seite. Ganz ohne Markt, Wettbewerb, Leistung und so weiter geht das alles nicht, denn die Evolution ist leistungsorientiert. Tut mir leid, das ist Naturgesetz, und wer Naturgesetze abschaffen will, scheitert natürlich immer. Ja, das ist klar. Denn Naturgesetze sind Naturgesetze, und die kann man versuchen, man kann sich dagegen stellen. Der Preis ist dann die Zerstörung. Ja, also deswegen auch noch einmal ganz deutlich, das muss ich immer wieder mal sagen, auch wenn es so vielen wehtut, jetzt wird es wieder Schmerzschreie geben. Ich habe die Lösung ja noch nicht gesagt. Also die zweiten Scientists for Future 2 sagen natürlich hier, diskutiert mal als erstes über die neue Wohlfühlstimme, also die neue Wahlstimme, die sozusagen das entscheidende planwirtschaftliche Element sein könnte. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr viele andere, gibt es auch noch viele andere Elemente. Dazugehörig würde natürlich auch die Gesundheitskostendaten gehören, in Beziehung gesetzt zur Gesundheitserwartungskurve. Und das würde jetzt also diesen wild gewordenen freien Markt kontrollieren, also planwirtschaftlich lenken auf das Planungsziel viel gesündere, viel glücklichere und viel langlebigere Menschen. Weil die Wettbewerbssituation würde umgekehrt. Der Händler, der also sozusagen hier unser Lebensglück, unsere Freiheit zerstört hat durch seine Irrtümer, der würde unter den Selektionsdruck des Aussterbens gestellt werden, weil er bei seinen Kunden ja schlechte Wohlfühlnoten erzeugt, schlechte Gesundheitsdaten und alles verschlechtert. Und dadurch würde er eher keine Verdienstzuschläge bekommen, also muss er es entweder umdenken oder sein Laden wird irgendwann sich von selbst schließen. Er wird aussterben wie die Dinosaurier, es sei denn, er denkt um, ja? und lernt dazu. Und der andere, der vorher der Aussterbende war, der sagt, das ist so toll, wie ihr in den Kommunen so miteinander schmust und wie ihr alle glücklich seid und wie ihr alle keine Konsumsucht habt und keine Kaufsucht habt und wie ihr alle so frei lebt, so total frei, innerlich frei, keine innerliche Schere im Kopf habt und so weiter und einfach alles genießt und total frei und so weiter. Derjenige, der wird Riesenumsatz machen, wird nicht Riesenumsatz machen, das ist falsch von mir, bitte korrigieren. Er wird viele Verdienstzuschläge bekommen aus den Krankenversicherungen und so weiter. Man wird sehen, ob es dann noch staatliche Verdienstzuschläge zusätzlich geben muss, wenn die Krankenversicherungen ihr Repertoire von ca. 300 Milliarden Euro pro Jahr verschossen haben an Verdienstzuschlägen. Aber er wird große
Verdienstzuschläge kriegen. Dadurch kann er dann den hier auskonkurrieren sozusagen. Und er wird dann viele Kinder oder sie, die Chefin, wird viele Kinder in die Welt setzen können. Und dann entstehen dann neue Handelsdynastien, die nur ein Arbeitsziel haben, die das Planungsziel erfüllen der Planwirtschaft, nämlich viel gesündere, viel glücklicher und viel langlebigere Menschen. Also auch viel gesündere, viel glücklichere, viel langlebigere Milliardärskönige. Wenn zufällig ein Freund der Milliardärskönige zuhört, also hier ein 100-mal glücklicheres, gesünderes und viele Jahre längeres Leben wartet auf alle Milliardärskönige, wenn sie sich mit den zweiten Scientists for Future 2 kooperativ zusammentun und dieses verfahrene Gesellschaftsschiff reformieren sozusagen. Also herzlichst, die zweiten Scientists for Future 2 senden ja ständig herzlichste Einladungen an die Milliardärskönige aus. Nur ist das halt extrem schwierig, die überhaupt zu erreichen. Ja, das heißt, dazu bräuchte es schon mal auch den einen oder anderen Journalisten oder Politiker, der dann die Brücke herstellt und die Kontakte herstellt. Ja, über die Lobbyisten vielleicht und so weiter. Ne? Ja, also ja, damit bin ich so weit, glaube ich, dass ich das erklärt habe. Dann muss ich aber, glaube ich, noch was erklären. Also ich habe das hier erklärt, ja, dass also wir diskutieren sollten, die gesamten Talkshows sollten nur noch über eins diskutieren. Könnte eine Wohlfühlstimme als zusätzliche neue, sensationelle Wahlstimme alles verändern? Alles, wir alle dadurch glücklicher, gesünder und länger leben? Ja? Diese Frage wäre das Thema bei Maybrit Illner und bei Markus Lanz und so weiter. Müsste das Thema sein oder ähnliche Maßnahmen, denn die zweiten Scientists for Future 2, wenn man die Wohlfühlstimme nicht will, kann man aber die Gesellschaft trotzdem in ähnlicher Weise umbauen, ohne jetzt die Einführung der Wohlfühlstimme geht auch. Da gibt es viele Alternativen, wie man das noch die Probleme lösen kann. Ja? Ja, und dann hier müsste ich das, was mir immer weh tut, zu sagen, weil ich weiß, wie die Leute aufschreien, ja, weil sie ja ideologisch falsch geprägt sind, ja, also sozusagen, ja, dass wir sind ja alle ideologisch geprägt, ja, also wer schon keine Arbeit hat und keinen Job hat, keine Ausbildung hat, der soll dann wenigstens viele Kinder in die Welt setzen oder so, das ist ja, glaube ich, im Moment so die denke bei manchen in der Gesellschaft sozusagen. Ja, und dann hier ist doch völlig in Ordnung, dass hier unsere hoch ausgebildeten Frauen und Männer, dass die total mit Belastungen finanzieller und sonstiger Art so zugedonnert werden, dass die eigentlich sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Ja? Das ist aber für Evolutionsbiologen ein Todesurteil für Europa. Ja? Das bedeutet, dass wir kaputt gehen. Ja? Denn das muss ich noch einmal betonen. Alle wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, da hat Dr. Markus Krall wieder recht, also da hat er wieder recht, ja, dass er sagt, Wachstum kommt doch nicht in erster Linie aus Ressourcenverbrauch, sondern aus Ressourceneinsparung durch Ideen, durch Wissen, durch Wissensevolution, durch neue Arten sozusagen zu produzieren. Und das kommt nur von Genies, also nur von den Eliten. Ja? Also nur, also wenn Steve Jobs nicht zur Elite gehört hätte, gäbe es das iPhone nicht, das Sie vielleicht gerade als Zuschauer in den Händen halten oder so. Ja? Also das gäbe alle diese technischen Neuerungen ja gar nicht, wenn es nicht von Genies erfunden worden wäre. Ja? Und deswegen brauchen wir hier in dem Bereich, brauchen wir Massen von Kindern und es darf, also ich bin ja der größte Freiheitslieber, ja, ich will ja die ganzen Unfreiheiten, die uns Dr. Markus Krall sozusagen, Dr. Markus Kralls freie Marktwirtschaft gebracht hat, die will ich ja alle, ich will uns ja alle total befreien, nur an einem Punkt nicht. Wir müssen irgendwo eine neue Moral brauchen wir.
dass es wieder ganz so war, wie es heute noch, es gibt ja viele Leute, die immer noch sagen, natürlich setze ich nur dann in Kinder in die Welt, wenn ich erstmal eine gute Ausbildung habe und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bin und mitwirke an dem gesamten Innovationsprozess der Gesellschaft und Europa und Deutschland konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt erhalte, damit wir nicht bald alle wie die Afrikaner von 2 Euro am Tag leben müssen und vegetieren müssen und verhungern und so weiter. Und deswegen darf ich natürlich nicht ohne Ausbildung und ohne Qualifikation, natürlich selbstverständlich sollte ich keine Kinder bekommen. Das ist die einzige Moral, wo ich noch nicht weiß, welche Alternative es dafür geben sollte. Alles andere müssen wir befreien und so weiter. Wir müssen den Frauen auch die Erlaubnis geben, was ja auch ein ganz heißes Eisen ist, so wie es die Naturvölker machen, dass Frauen direkt nach der Geburt in allen Naturkulturen die Erlaubnis hatten, ganz sanft und friedlich, natürlich so weich wie möglich und sanft wie möglich, das würde man heute vielleicht mit einer Morphiumölung machen oder mit was auch immer, ja, mit einem sanften Einmassieren des Neugeborenen, mit einem total glücklich machenden Mittel, das dann eben zu einem sanften, friedlichen Einschlafen ohne jegliches Schmerzempfinden führt. Also da werden wir nicht drum rumkommen, ja, dass also wir jeder Mutter die Erlaubnis geben. Wir haben ja jetzt schon die Erlaubnis zur Abtreibung, was ja auch natürlich in allen Naturkulturen als Möglichkeit gab, sozusagen, wenn das ganze jahrelange Stillen nichts genutzt hat und trotzdem ein neues Baby unterwegs ist, das aber sozusagen das Leben der Kommune oder überhaupt das Leben der Mutter schwer beeinträchtigen würde, dann braucht die Mutter das Freiheitsrecht. Da will ja Dr. Markus Krall selbstverständlich unsere Freiheiten auch einschränken und so weiter. Ja, aber die Mütter haben ein natürliches Freiheitsrecht in der Natur, bis direkt vielleicht 1-2 Stunden nach der Geburt direkt zu entscheiden, dieses Kind ist nicht fürs Leben, darf ich nicht in das Leben einfügen lassen, weil es unser aller Leben zerstören würde. Ja? Und diese Freiheit müssen wir auch einbringen. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich wieder viele Aufschreie erzeugt, aber beweisen Sie doch bitte naturwissenschaftlich, dass es anders geht. Ja? Ich würde ja auch gerne wollen, dass alle immer überall überleben. Aber wissen Sie, wenn alle immer überall überleben, hätten wir bald 100 Milliarden Menschen auf der Erde. Und dann könnten Sie jeden Schritt, den Sie machen, müssten Sie über Körper von Menschen gehen. Oder wenn Sie über 200 Milliarden haben. Also es muss immer so sein, dass es Menschen gibt, die keine Kinder bekommen. Und es muss, oder ganz wenige Kinder bekommen, und es muss Menschen geben, die viele Kinder bekommen. Und insgesamt darf die Summe aller Kinder aber nicht so sein, dass wir noch weiter wachsen, sondern wir müssen die Überbevölkerung eher abbauen. Also die insgesamte Kinderzahl muss eher eigentlich da auch ein Postwachstum bedeuten, also ein Degrowth bedeuten. Ich weiß nämlich nicht, ob wirklich, es gibt ja die Behauptung von Dr. Markus Krall, also um das nochmal deutlich zu machen, er sagt ja ganz klar, Dr. Markus Krall behauptet steif und fest, wenn jetzt also hier diese neuen Lebensmittelhändler ja natürlich alles auf alle Produktion in alle Staaten der Erde hinein, dass also ja alles auf Bio, Super Bio, auf Permakultur und Super Bio, super ökologisch und so weiter umgestellt wird, weil ja natürlich dann diese Händler nur noch Sachen in ihren Laden reinlassen, die chemisch geprüft sind und die also auf maximale Gesundheitsförderung geeicht sind. Sonst können sie ja im Wettbewerb um die besseren Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten ja nicht mithalten, sozusagen. Also Dr. Markus Krall behauptet steif und fest, dass die Erde das nicht tragen könnte.
dass dann also Milliarden Menschen sterben müssten. Also müsste man das natürlich planwirtschaftlich alles sehr langsam machen, diesen Wandel, ne, Schritt für Schritt, und müsste eben dafür sorgen, dass eben damit nicht Menschen verhungern müssen sozusagen, müsste man natürlich so vorgehen, dass man hier eben auch nur eine sehr geringere Zahl bei den gehassten Eliten sozusagen auch nur eine geringe Kinderzahl hat und hier am besten dann gar keine Kinderzahlen mehr hat, damit eben möglichst schnell die Gesamtweltbevölkerungszahl zurückgeht, ohne dass wir die Leistungsfähigkeit in der Evolution verlieren sozusagen, die Gene für Hochkompetenz verlieren, ja, berufliche Hochkompetenz verlieren. Ja, und dann können wir sozusagen die Bevölkerung nach und nach reduzieren, falls Dr. Markus Krall recht haben sollte. Ich hoffe, dass er nicht recht hat, aber und auf jeden Fall können wir nicht zulassen, dass wir irgendwann 200, ich denke mal so 200, 300 Milliarden, ich glaube, dann wäre alles kaputt auf der Erde, ne? Dann hätten wir alles. Also wir müssen auch planwirtschaftlich in die Bevölkerungspolitik einsteigen, ja? Aber das sanft und behutsam, und was liegt näher, als dass die Frauen wieder viele Jahre lang stillen und deswegen dann keine Empfängnisfähigkeit aufweisen und also eine natürliche Geburtenkontrolle durch maximales Stillen. Es muss also die Freiheit der Frauen zu ständigem Stillen und Körperkontakt muss auch in der Arbeitswelt hergestellt werden. Das habe ich auch schon oft geschildert, wie das die zweiten Scientists for Future 2 auch hier im Bereich der Karrierefrauen herstellen wollen, dass die mit ihren Babys und mit dem Stillen am Arbeitsplatz weiterarbeiten können, ohne dass die Unternehmer dabei irgendwelche Nachteile erleiden, weil das muss alles staatlich, planwirtschaftlich finanziert werden. Denn der Unternehmer kann doch nichts dafür, dass die Frau ein Baby bekommt, und damit er die Frauen nicht ablehnt sozusagen und denen die Karrierewege nicht verschließt, muss es eben die Möglichkeit geben, dass der Unternehmer ohne auch nur einen Cent zu verlieren, sozusagen sein Unternehmen zusammen mit Kindern betreibt, mit Babys und so weiter und so. Damit eben dieser natürliche Körperkontakt zwischen Mutter und Kind und all das erhalten bleibt, und wir müssen da also auch frei werden. Die Kindersekretärinnen müssen auch diesen ständigen Körperkontakt, nackte Haut auf nackte Haut, mit den Babys beibehalten und so weiter, sodass dann also überall das alles natürlich und frei wird sozusagen. Und also auf jeden Fall müssen wir in die planwirtschaftliche Bevölkerungspolitik einsteigen, denn da hat Dr. Markus Krall recht. Wenn wir Europa mangelt immer, da hat auch Professor Hans-Werner Sinn recht, ja, dieser berühmte Volkswirt, dass Europa auf dem absteigenden Ast ist. Denn wenn wir nicht genügend Kinder haben, die neue Ideen entwickeln, neues Wissen, wie wir die Welt umweltfreundlicher, wie wir Ressourcen sparen können und trotzdem technisch auf der Höhe bleiben können und so weiter. Wenn wir da nicht absolute Weltspitze sind, sind wir bald Weltende. Und das heißt ganz konkret, wirklich ganz konkret, 2 Euro am Tag. Ja, also das kann sich hier in Europa im Moment noch keiner vorstellen, aber das wird dann die Realität werden, ne? Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. So. Schluckwasser, sorry. So, Sarah Wagenknecht, da war ich dabei gewesen, dass die ja so viel vernünftiger ist, ja. Außer in ihrem Feindbild gegenüber den unseren geliebten Milliardärskönigen, ja. Also sie erkennt, wir müssen mit Subventionen und mit die Autarkie Deutschlands und Europas erhalten, ja, sozusagen, solange wir nicht jetzt, wir sollten ja schleunigst die United States of Northern Europe machen, ja, und wenn wir das aber nicht hinkriegen mit Englisch als Hauptsprache sozusagen, dann müssen wir halt in Deutschland die Autarkie noch erhalten und mit Subventionen und so weiter. Und die Ernährungssituation stabilisieren, damit wir da nicht abhängig werden. Ja. Ja, aber Sarah gibt eigentlich zu, dass der Mindestlohn, also das Flaggschiff der Linken,
mit zur Verlagerung ins Ausland beigetragen hätte. Ja? Also sie schildert ja dieses Outsourcing, also dass also sozusagen die Wirtschaft natürlich und sogar Behörden angeblich alles ins Ausland verlagern, weil sie dort billigere Löhne haben und so versuchen, den Mindestlohn zu umgehen. Das wäre wieder ein zentrales Argument gegen den Mindestlohn. Noch einmal. Es gibt nur einen Grund, warum die Europäer und die Deutschen höhere Löhne haben sollten. Weil ihre Leistungsfähigkeit und damit ihre Effizienz als Arbeitnehmer höher ist als im Rest der Welt. Ansonsten ist es nicht möglich, diesen hier, also den wenig leistungsfähigen, sagen wir diesen Bereich hier, die haben immerhin noch einen Job hier, die sind nicht arbeitslos, ja, es ist nicht möglich, sozusagen diesen, wenn sie viel weniger leistungsfähig sind als die Chinesen zum Beispiel oder so, denen trotzdem die Löhne künstlich hochzuhalten. Das wird nicht gehen. Dazu müssten sie ja alle Betriebe und alles einsperren und dass die natürlich alle ins Ausland abwandern und sich dort bei den Chinesen das billiger machen lassen, weil die gleiche Leistung ist doch klar. Also der Trick des Mindestlohns funktioniert einfach nicht. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen einfach in Europa und in Deutschland so viele leistungsfähige Kinder haben, dass sogar die Chinesen ihre Firmen outsourcen und nach Deutschland verlagern, weil sie sagen, dort haben wir die besten Erfinder und die besten, fähigsten Produzierenden und so weiter. Und wir so ein fähiges Personal haben wir in China nicht, das kriegen wir nur in Deutschland und in Europa. Aber dazu müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Eliten wieder viele Kinder bekommen. Anders geht es leider nicht. Ja? Und Sarah gibt das ja eigentlich indirekt in ihrem Video zu. Ihr könnt es ja mal hören, also Wochenschau Nummer 9. Eigentlich gibt sie zu, dass der Mindestlohn gescheitert ist. Ne? Und natürlich vielleicht wahrscheinlich sogar scheitern musste. Ja? Was passiert jetzt, wenn man die Wohlfühlstimme der zweiten Scientists for Future 2, also wenn wir über die diskutieren würden, was würde also passieren? Wie würde die Evolution in Zukunft verlaufen? Das, was Sarah fordert. Ja? Also Sarah sagt ja, Zitat, dass wir so nicht weitermachen können. Da hat sie vollkommen recht. Wir können so nicht weitermachen. Und auf keinen Fall dürfen wir mit der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, so weitermachen. Aber dann geht sie wieder auf den Nebenkriegsschauplatz, was ich als für einen großen Fehler halte. Sie sagt, Zitat, tatsächlich profitieren wenige. Also wieder greift sie unsere geliebten Milliardärskönige an, ja, und wieder richtet sie sich gegen die Mächtigen, die wir doch bei dem Wandel brauchen, ja, die Machthaber, unsere geliebten Milliardärskönige, ja. Sarah schildert ganz richtig, dass wir sozusagen das nur eingeführt werden dürfte nach Deutschland, was unsere Standards erfüllt. Denn sonst ruinieren wir ja unsere eigene Wirtschaft, die sich an die Standards halten muss sozusagen. Und jetzt kommt der Punkt. Eben das, was da Sarah fordert, schafft nur die Wohlfühlstimme oder ähnliche Maßnahmen. Also schaffen nur die zweiten Scientists for Future 2. Denn was passiert, wenn wir zum Beispiel die Wohlfühlstimme hätten, ja? Dann würde das bedeuten, dass alle Supermarktleiter wüssten, sie kriegen den Verdienstzuschlag von den Krankenkassen ja nur für die Kunden sozusagen, wenn sie maximal gesunde Nahrung machen. Also werden dann die Rewe-Marktleiter, die Aldi-Marktleiter, all diese Ketten werden ganz hohe Standards setzen, werden alles mit chemischen Laboren untersuchen und es wird nichts eingeführt, das auch nur im Mindesten diese super hohen Standards nicht erfüllt, sozusagen. Dadurch haben natürlich die europäischen Landwirte dann einen Riesenvorsprung, weil die natürlich unsere Standards ja schon teilweise einhalten mussten. Allerdings muss natürlich ganz Europa dann auch viel höhere Standards einfüllen, weil die Supermärkte, die Marktleiter,
Verkaufsleiter immer wieder nur versuchen werden, noch die sauberste Ware zu bekommen, die gesundheitsförderlichste, die wohlbefindensförderlichste Nahrung zu bekommen, sozusagen. Ja? Und dadurch wird sich ein Wettbewerb unter den Landwirten bilden, dass sich alle versuchen, gegenseitig darin zu übertreffen, noch saubere Nahrung zu liefern, sozusagen. Ja? Ohne zu viel Gülle und zu viel Nitrat im Grundwasser. Denn auch die Wasserversorgung wird ja sozusagen auch sozusagen die Marktleiter werden sagen, ihr müsst auch auf das Grundwasser achten, weil das geht ja alles in unsere Wohlfühlnoten ein. Wenn die Leute zu Hause dann Wasser trinken und Leitungswasser trinken und dadurch vergiftet werden, dann werden sich die Wohlfühlstimmen nicht so positiv entwickeln, wenn wir euch Landwirten den Druck machen, auf unser Grundwasser zu sorgen und auf dessen Sauberkeit. Ja? Also so wird sich alles von selbst zum Positiven fügen. Die ganze Evolution wird von selbst, und dann können wir vieles auch wieder Marktkräften überlassen, wie sich dann also sozusagen plötzlich das Menschenfreundliche, das Umweltfreundliche, das Gesundheitsförderliche, das Langlebigkeitsförderliche, das Lebensglückförderliche ausbreitet. Ja? Sozusagen, ja. Ja, denn die Händler lassen nur noch in die Läden, was gesund ist. Nichts, was die Giftstandards unterschreitet, wird noch in die Läden gelassen. Also das, was Sarah fordert, das können nur die zweiten Scientists for Future 2. So ist das Verhältnis, ne? Ja, also von daher hatte ich, glaube ich, alles gesagt. Also, ich fasse zusammen. Markus Krall, seine bürgerliche Revolution wäre die Totalzerstörung der Freiheit. Ich hoffe, dass er kein Problem ist, weil er sich überall Feinde schafft. Er greift die Politik an, er greift Frau Merkel an, er greift die Journalisten an, er greift alle an. Dadurch wird er sicherlich kein Gehör finden. Damit ist hoffentlich dieses Problem dann auch irgendwann aus der Welt. Ne? Wir müssen hier noch hart arbeiten, dass es wenigstens im Internet irgendwann nicht mehr Thema ist. Ich bin natürlich der Erste, der sagt, natürlich muss Dr. Markus Krall das Recht haben, seine freie Meinung zu äußern. Ich glaube einfach nur, dass er sich irrt und dass eben solche Irrtümer einfach sozusagen, wir müssen argumentativ kämpfen, dass solche Irrtümer kein Gehör mehr finden, ja, irgendwann. Also Markus Krall steht also für die Totalze. Also Sarah Wagenknecht ist auch wieder, macht sich auch Feinde, allerdings nur bei den Milliardärskönigen, aber die sind die Entscheider. Die Milliardärskönige sind natürlich tausendmal mächtiger als unsere Journalistenkönige und als unsere Politikkönige. Ja, also die Milliardärskönige sind nun mal, die stehen nun mal über all denen. Die stehen über den Politikkönigen und über den Journalistenkönigen oder Medienkönigen. Ja? Und wenn man die sich zum Feind macht, hat man schon verloren. Ja? Also Sarah Wagenknecht muss scheitern. Also die einzigen, die gewinnen können, sind die zweiten Scientists for Future 2, weil die alle lieben. Die lieben die Milliardärskönige, die lieben die Journalistenkönige und die lieben die Politikkönige und Königinnen natürlich. Immer innen mitdenken ist doch selbstverständlich. Ja, immer selbstverständlich. Ja, also ich schließe ab. Ich hoffe, das war ein guter Gesamtüberblick über das, was zurzeit in der Welt des Internets los ist und in der Welt des die Welt des Öffentlich-Rechtlichen ist ja im Moment geprägt von dem Glauben an die Irrtümer der Experten der freien sozialen Marktwirtschaft. Und dadurch ist es leider so langweilig und uninteressant, dass ich das im Moment gar nicht schauen kann. Immer wieder reinschaue. Ich schaue jeden Tag Tagesschau oder heute, aber das reicht mir dann auch, ja, weil das ist die Sorgfaltspflicht. Man muss hören, was die zu sagen haben. Aber meine Botschaft an liebe Journalistenkönige, liebe Tagesschau und liebe heute Journalisten, ja, ihr könnt nichts dafür. Unsere ganze Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Irrtümer und es gehört zu unseren Zentralirrtümern, dass wir auch
den Irrtumsträgern in der Medizinindustrie glauben, den Medizinprofessoren, die sozusagen gut verfilzt sind mit der Pharmaindustrie und mit der Medizinindustrie gut Freund sind, dass wir denen natürlich glauben und folgen und so weiter. Das liegt in der Natur der freien sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen das gemeinsam, das Problem lösen, ja. Gucken Sie sich einfach an, was die Medizinprofessoren der zweiten Scientists for Future 2 zu sagen haben. Gucken Sie sich an, was Dr. Wodak, Professor Hockerts, Dr. Köhnlein, die nicht zu den zweiten Scientists for Future 2 sagen, gucken Sie sich besonders Dr. Med-Gerd Reuter an, gucken Sie sich deren sachliche, naturwissenschaftliche, statistisch saubere Argumente an, schauen Sie sich Professor Bhakti oder so ähnlich, schauen Sie sich das alles an und lassen Sie uns gemeinsam diese Welt zu einer besseren machen. Und dann vielleicht können wir auch vielleicht schon, hoffentlich schon am 15. April oder noch früher diese Freiheitseinschränkungen aufheben. Denn wie gesagt, ich lasse mich gern des Gegenteils belehren, dass der Virus doch viel stärker ist als ein Grippevirus. Aber ich fürchte, dass sich am Ende rausstellen wird, dass am Ende die Beweise dabei landen werden, dass es sich um einen weniger durchschlagkräftigen Virus als die Grippeviren gehandelt hat. Ja? Und dass wir uns deswegen leider alle geirrt haben. Ne? Ja, tschüssi, ich hoffe, ihr fandet diese Gegenüberstellung der verschiedenen Denksysteme interessant. Tschüssi, bis bald.